Hey Leute, hier ist Saldemar mit RimWorld. Willkommen zum geretteten Spielstand. Letzte Folge, da war ich so müde. Das glaubt ihr gar nicht. Oh Mann, ey. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder langsam mal ein bisschen besser Mikromanagement. Auch nicht immer ständig so schnell laufen lassen, sondern einfach mal gucken. Und ich gucke jetzt nochmal hier durch. Also, Aldemar. Ist unser Spezialist zum Jagen. Wir haben mehrere Jäger. Also machen wir jetzt erstmal nur einen Jäger. Und das ist der Aldemar. Sonst macht er Bauen, Feldarbeit nicht wirklich gut und Waldarbeit auch nicht. Aber das kann er machen. Kunst immerhin. Ach, wir haben... Er ist Künstler. Das ist natürlich gut. Juras. Oh, ist noch besser. Dann machen wir hier Kunst aus. Juras macht Tierpflege, Kochen und Kunst. Machen wir dann auf 2. Dann Pfeffiro ist unser Arzt, unser Aufseher. Das ist beides gut. Und Feldarbeit 2. Und Waldarbeit auch, weil die anderen Sachen soll er zuerst machen. Ziabo ist unser anderer Jäger und Bergbauer. Richtig, das wäre ganz gut. Also machen wir ihn doch noch zum Jäger. Ist ja auch noch. Arbeit. Boah, Entschuldigung. Meine Güte, das ist lange nicht passiert. Die kann nix. Dann haben wir Ducky und Sleepy. Die ist ja nur Gast, aber Sleepy ist ja neu. Und Sleepy macht Feldarbeit. Das ist ganz gut. Dann machen wir auch Waldarbeit. Dann haben wir auch einen Waldarbeiter. Ach, guck mal, hier Schmieden. Schneidern auch. Dann kann er weg. Machen wir keinen Schneider mehr da. Und Handwerk. Machen wir das. Dann müssen wir alle anmachen. Okay. Was sind die Läden? Elektrizität machen wir. Bedürfnisse. Verrottene Leiche gesehen. Ist sie noch da? Nee, ist sie nicht. Okay, dann machen wir jetzt mal hier die Böden weiter. Möbel. Böden. Meine Güte, Holzboden. Ja, sehr gut. Ich bin stolz, ich bin stolz. Wir machen ja die Mäntel, ne? Ich mach mal die Staubmäntel weg zu nur einem. Und danach machen wir den, ja, wir können Parker machen, T-Shirt, Hemd, was denn wärmer? Steht das überhaupt? Nee, ne? Machen wir weiter T-Shirts. Mal 10 Stück. Hosen brauchen die Menschen dieser Welt ja nicht. Hosen sind total überbewertet. So, das haben wir gebaut. Dann brauchen wir noch Anbauzone 4. Was ist denn, wo ist denn unser Sleepy? Ist am Holzfällen, das ist auch gerade wichtig. Na gut. Ah, okay, wir kommen wieder... Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, oder? Essen ist da. Elektrizität muss unbedingt geforscht werden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die Naniten bekommen, wenn die Tante weg ist. Aber dass es hier nicht so hell ist, das stört die gar nicht. Sehr gemütlich. Sehr gut. Optimist niedrige Erwartungen. Das ist auch noch viel besser. Das machen wir dann noch, wenn es soweit ist. Ich meine, es soll ja dunkel sein. Die sollen ja in Ruhe schlafen. Während er sagt, abscheuliche Umgebung. Dieser Ort ist extrem abscheulich. Hilfe, ich will hier raus. Ah, krass. Okay, kann aber nichts machen. Ist ja, ist halt behindert. Ist, ja, es ist, da müssen wir aber jetzt handeln. Wir wollen natürlich, dass es unserem Patienten gut geht. Warum kann ich denn keine Wand aus, muss ich Sandsteine haben, damit das überhaupt geht? Das ist krass. Dann machen wir halt aus Stahl. Macht ja gar nichts. So. Wir bauen auch ein Krankenhaus. Eigentlich sollte das hier das Krankenhaus werden, aber die Umgebung ist abscheulich. Also nicht. Dann machen wir das Krankenhaus mal irgendwo hin, wo es vielleicht nützlich ist. Hier vielleicht. Aber das ist noch unser Lager. Das eigentlich nicht immer so bleiben sollte. Dann machen wir das mal. Wir haben eigentlich gar keinen, der putzt. Reinigentransport. Eigentlich sollen alle reinigen und transportieren. Aber es ist gerade zu viel zu tun. Will die nicht mal irgendwie putzen? Nö.
wie schon aussieht. Ja, wir müssen jetzt eigentlich mal... alles mal wegmachen. Wessen Müll ist das eigentlich alles? Müll, Dreck. Sehr gut, sehr gut. Dann werden die Schränke gebaut. Dann geht es da nochmal besser. Und dann müssen noch die ganzen Dingens weg. Wir haben immer noch keinen, der jetzt bauen kann, ne? Aber sie bauen ja die Schränke, also muss das ja mittlerweile gehen. Was ist denn auf einmal los? Ist ja bestimmt Pollen auf meinem blöden Dingens hier. Ich habe die aus Metall gebaut, ne? Dann machen wir das weiterhin. Königliches Bett. Ne, ist das königliche Bett. Und das hier. Machen wir die so, ne? Das passt ja hier. Ja, sollen wir es kleiner sein. Quasi für Gäste. Können wir dann noch machen? Können wir dann Duaka geben? Oh, es tut mir leid. Es passt wirklich nicht hier hin. Ich meine... es geht nicht. Ich muss jetzt gucken, ich werde nicht noch mehr Räume ausnehmen. Wir können die Wände mal... wir können die Wände quasi angleichen. Oder ich reiß die Wände raus und sortiere das alles neu hier. Und dann, es gibt ganz viele Kapuzen. Wo ist denn Sleepy? Sleepy, pass mal auf. Sleepy, mach mal bitte gerade hier weiter. Nachdem du da fertig bist. Ja, ich mache ja, wie gesagt, gucken. Da sind überall Trauben. Da soll der neue Stall hin. Das machen wir mal weg. Okay, dann können die nämlich immer umquartieren. Boah, die ganzen Hühnchen, ne? Ich meine, die sind ganz gut, die Eier, tatsächlich. Können wir daraus mal Essen machen? Strukturen, Möbel, Türen. Der Knast. Gut, da müssen wir jetzt mal gucken. Das ist kein guter Knast. Ich glaube, dass wir einen großen Sammelknast machen. Das ist immer so die Frage. Wenn die einmal ausgebrochen sind, lassen sie die anderen frei, oder? Jetzt geht's langsam wieder. Ah, hier könnten wir schon irgendwas hinmachen. Einen schweren Zusammenbruch. Was hat er denn? Bekehren, glauben, Gesundheit predigen. Oh ja, das ist doch vielleicht mal ganz predigt. Den kranken und verletzten Personen moralische Stärke mit Hilfe von Vorstellungen und Ideologie. Diese Fähigkeit beschleunigt die Wundheilung und Immunisierung. Ach nee, ich habe ja nichts mehr hier. Bekehren, mach das mal. Bevor du einen Zusammenbruch hast. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier ist immer noch überall Blut und so. Oh! Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Nicht bekehren. Ducky ist darüber verärgert und sein Glaube fiel von 75 auf... ach, scheiße, warte mal. Ah, der ist sogar Ideale, der Gott Walter. Von Gott, nee, es ist die Fraktion. Collective Truth. Aber sein anderer Glaube, also hat es doch funktioniert. Okay, ich mach mal doppelte Geschwindigkeit. So, dann ist das schon mal gecheckt. Check it. Genau, mach das mal Sleepy. Dann müssen wir auch mal das andere Feld anpflanzen. Und da rastet er aus. Es ist Tag. Ich mag nicht tagsüber zu arbeiten. Okay. Okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt mal den Zeitplan ändern. Bei den anderen funktioniert. Bei ihm müssen wir es anders machen. Fefero von 23 Uhr bis... was war das? 6 Uhr, ne? Das war bei Bio. 23, 6 Uhr. Arbeitszeitplan. 23, 6 Uhr.
So, dann machen wir. Aber das ist doch viel zu. Aber so lang ist das auch nicht, meine. So, und dann. So. Oder lieber. Ist das zu lange Schlafenszeit? Ich weiß es nicht. Machen wir mal so. Fefero wohnt. Das ist keine Tür. Da hat er jetzt kaputt gemacht. Ja, pass auf, der muss jetzt hier wohnen. Selber schuld. Ach, er wohnt da sogar. Er hat seine eigene Tür kaputt gemacht. Hör auf damit. Du machst doch sonst nie irgendwas kaputt. Aber jetzt natürlich schon, ne? Bei deinem Wutanfall. Sleepy hat ein Risiko eines Zusammenbruchs. Warum? Ja, bald haben wir das nicht mehr. Dann sind wir sowieso mal besser vorbereitet hier. Ja, abscheuliche Umgebung. Hilfe, ich will hier raus. Ich mag es nicht, einen Anführer zu haben, der Gottwalter ist. Keine Eroberung. Ah, wir müssen noch in, sehr hungrig. Aha, Ernährung. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Konsumiere eine Mahlzeit. Das wäre schon mal ganz gut. Alter, das ist krass. Normalerweise hören die früh auf. Gehen wir noch was essen. Hier, mach mal eine Überlebensration. Das wird dir bestimmt gut tun. Einfach mal überfressen. Hat er jetzt aufgehört? Ein Wunder. Er geht schlafen. Okay. Der Zusammenbruch ist abgewandt. Falsch. Okay, alle sind fleißig. Sehr gut. Ah, da wird weitergearbeitet. Sehr gut. Ah, wir brauchen immer noch Holz. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, schlecht. Ist halt auch schlecht. Ah, das geht jetzt schneller. Das Lager ist auch viel zu weit weg. Schlecht. Meine Güte. Das ist doch 9. So schlecht ist der doch gar nicht. Komm, du kannst hier schlafen. Das ist für die Gäste. Fero, Fives, Juras. Pinky. Sleepy. Ja, das sind halt die Krankenbetten. Da weiß man halt nie, ob wir die hier brauchen. So, Ducky, du bekommst jetzt aber auch mal ein richtiges Zimmer. Und zwar dahin. Rettung benötigt. Ah, will nur dahin. Das. Ach so, muss zum Krankenbett. Sorry. Dann machen wir hier Duckys Krankenbett. Halt. Genau, bringen sie zum schönen Bett. So. Ja, es ist halt noch kein Holzboden drin, ja. Können wir jetzt nicht ändern, aber das machen wir noch rein. Böden. Holzboden. Werf den Pochen auf den Boden, den Pöbel. Okay, Sleepy pennt, dann bleibt auch mal am Schlafen. Ich habe halt auch keinen Bock, bei den Fackeln die ständig anzumachen. Noch ein paar Dunkelfackeln bauen einfach. Vielleicht besser als nichts.
Machen wir das einfach mal. Oh, alter Küken. Na gut, dann müssen wir halt wieder ein bisschen schlachten nebenbei, ne? Schlachten, schlachten, schlachten. So. Hoffentlich hat er keine Bindung zu Hühnern. Also ich habe Bindung zu Hühnern, aber... Sonnenfinsternis, sehr gut. Das ist uns, für uns ja kein Problem. So, das ist fertig. Fast fertig. Reiß das mal ab und dann müssen wir da noch den Zaun entsetzen. Die Tür haben wir gebaut, ne? Okay. Dann kommt da noch rein, ja. Wo war das denn noch? Das wunderschöne Objekt, das wir brauchen für... So eine... Ach, das gibt's doch nicht. Wo war das denn nochmal? Sicherheit, das waren... Oh, dafür brauchen wir Leder, sonst war das immer Eisen. Sollen wir es mal so machen? Ja, eigentlich... Guck mal, so machen. Auf den Sandsäcken sind die nämlich dann langsamer. Kopieren wir es einfach. Dun, 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 dun. So, das sind die medizinischen Betten. 4 Stück. Reichen eigentlich nie. Eigentlich hat man nie genug davon. Ah, Sleepy macht Gartenarbeit, das ist gut. Bis jetzt funktioniert das mit allem, machen alles. Ich werde den Rhythmus nochmal angleichen. Wenn nochmal ein neuer kommt, dann sehe ich ja, wie die Zeitabläufe sind. Aber die Fifero muss sich jetzt an die Zeit anpassen, was er hat, was er tut. Abscheuliche Umgebung. Ja. Meine Wahrheit ist derart rein und offensichtlich und doch noch viele mich besessen. Es ist abscheulich, verursacht durch Glaube an Gott, Walter. Starker Fanatismus. Will rollengerechte Kleidung. Meine Rolle ist oberlappengerechtes Stammeskopftuch. Ist Pilze Stammeskopftuch, ja. Müssen wir auch neue bauen. Weg damit. Stammeskopftuch. Das habe ich natürlich vergessen. Dass das man das auch hätte auswählen können. Autoritätenmütze. Wir haben nur die Kriegsmaske. Hier ist kein Stammeskopftuch. Kann sein, dass das nur... Keine Ahnung. Da... Oh, Diablo gibt Leiding. Was war denn jetzt wieder dein Problem? Scheuliche Gedanken. Mein, warum denn? Aasgekochte Pilze. Super. Also, da müssen wir auf jeden Fall die Zone erweitern. Den Pilzen, damit können wir rocken. Heilpflanze, ja. Sleepy pennt noch. Deswegen müssen wir damit warten. Guck mal. Ich hasse dich. Ja, ja, ja. Ich hasse dich auch. Ja, lass mich nur. genau so muss das sein. Oh nein. Nein! Oh Gott. Er hat die Tiere rausgelassen, das macht aber nichts. Genau, macht den Zaun ruhig. Dann könnt ihr ein bisschen essen gehen. Ich will die Tiere ja sowieso in den anderen... Warte. Warte. Aber wir haben doch noch ein Gebiet. Ah nee, wurde noch nicht gebaut.
mach das mal, Fives. Es wird schon, ich weiß, wir haben halt... Ah, echt Probleme. Nein, was ist denn da passiert? Hab ich die gerade angefallen? Daneben? Na gut. Alter. Kältewelle. Wow, schön. Aber immerhin versucht er zu bauen. Ach stimmt, man kann sich ja aussuchen, wie man es baut, ne? Man muss sich ja nicht Leder benutzen. Ja, aber sieht gut aus. Jetzt haben wir halt die Kältewelle, aber wir haben überall Fackeln. 23 Grad. Okay. Hat er die Tür auch kaputt gemacht? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, Feldarbeit ist schon echt... Irgendwie will es keiner machen. Ja, ich glaube, die machen... Die haben die Zusammenbrüche, weil jetzt trotzdem die Zeitabläufe ziemlich bescheuert sind. Nee, 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 lass mir so. Wir gucken mal. Oh Mann, ganz schön klein. Guck mal, der hat sogar Dings vor dem... Jetzt sind die ganzen Pflanzen verdorben. Ja, können wir jetzt vergessen. Wir machen mal Anbauen aus. Aber wir haben immer noch Pilze und das ist das Gute. Es sei denn, jetzt wird da auch jetzt so kalt drin. Ich glaube, wir müssen noch mehr Pilze anpflanzen. Oh, ah, nein, da wollte ich auch gar nicht. Ich bin sehr froh. Ich bin stolz und froh. Der ist, ne, also, das macht er ja gut. So, was haben wir denn Feines gebaut? Hat er überhaupt irgendwas gebaut? Bestimmt nicht die Uhren aus Stahl. Ah, die sind aus Stahl, nicht montiert. 5 Attraktivität. Okay, dann machen wir mal. Eigentlich muss das in jedes Schlafzimmer rein. Aber ich habe doch die Uhren aus Uran gehabt. Das sind jetzt andere Uhren, ne? Nicht, dass ich damit durcheinander komme. Ich dachte, ich habe Urne aus Uran gelesen. Er macht jetzt Sandstein, nicht Urnen. Macht er jetzt? Mach mal lieber... Aktuell... Warte mal, wer ist der Künstler? Ach, Juras. Juras, was hast du denn? Bist du super oder bist du blöd? Absoluter Entspannungsmangel. Ah, okay, es ist ein Problem. Ach, scheiße. Und ich weiß jetzt nicht mehr die Zeitpläne. Das ist natürlich jetzt doof. Also, wir schlafen von... Wir machen erstmal Schlaf. Sagen wir 5 Stunden Schlaf, okay? So, 1, 2, 3, 4, oder so. Machen wir so. Dann, meditieren. Entspannen. Arbeiten. Entspannen. Dann machen wir da 2 Stunden entspannen. Arbeiten. Noch mehr entspannen. Oder alles. Wir können ja sagen, hier machen wir alles. Und dann können die sich aussuchen, was sie machen wollen. Das kopieren wir jetzt mal.
Warte, wir machen so. Entschuldigung. Ah. Ja, ich glaube, es war keine gute Idee mit alles. Jetzt ist Dorka wieder da. Das ist doch blöd. Wie sieht's denn aus hier drin wegen Kälte? 6 innen, 16 Grad. 23 Grad bei den Betten. Ich mach das hier mal aus. Wir brauchen nicht mehr davon. Der Tisch ist auf... Oh, sehr gut. Jemand... Oh, sehr gut, Alter. Ich bin stolz. Du hast ja deinen Wutanfall gehabt. Das kannst du auch reparieren. Das ist gut. Juras, das sieht halt nicht gut. Verwirrtes Umherwandern. Ach so. Ist auch wirklich hässlich alles. Es ist auch am Forschen, das ist gut. Es läuft, es läuft. Löblich, löblich. Aber wir müssen unbedingt den Dreck wegmachen, Leute. Aber es mag gar keiner, ne? Ich weiß, ich verstehe, es ist scheiße, aber es ist halt... Schade, dass es keinen Fußabnehmer gibt oder so. Okay, aber wir hatten das schon... Ja gut, wir haben Winter, aber er läuft ja schon länger, oder? Weil das Jahr hat schon jeweils 15 Tagen aufgeteilt. Quartal über gleich Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Guck mal, es ist sauber, es ist wunderschön. So muss das sein. Duaka ist Platz, ich meine... Ducky. Noch 21 Tage paralysiert, oder? Wir benutzen diese Superheilung. Guck mal, einfach voller Klebestreifen. Okay. Das sieht doch schon besser aus, oder? Komm, gib zu. Ich hab's so langsam mal sicher hier. Na, am Anfang voll überheblich und jetzt, oh Gott. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Stimmung kann besser sein. Ist immer noch Scheißenkleister, hungrig. Essen gibt's nicht genug. Juras war die ganze Zeit beleidigt. Juras, wie geht's dir denn? Stimmung ist voll für den Arsch. Aber gleich kann er sich entspannen. Gibt sogar ganz viel Entspannungszeit, viele Leute. Sehr gut, da wird geputzt. Sehr gut. Hallo? Oh, guck mal, die haben sich sogar gegrüßt. Unfassbar, als wenn die Leute sich hier mal mögen würden. Ah, es ist, ne, Entspannung angesagt. Vielleicht mag jemand zu putzen. So, was wir mal brauchen wieder, wäre auch Glaubenssachen. Ich meine, wie sieht's mit der Wärme hier aus? Puh, ey, überhaupt nicht gut. Sonst erfriert die uns noch da. Oh, hier, guck mal, Doppel. Ja, das ist doch gut. Elektrizität, wir kommen. Keine Sorge. Wir werden es schaffen. Sehr gut, Juras. Sehr gut. Halt, Juras. Wir brauchen... Wir müssen jagen. 3 Hirschkühe. Wir können auch die Pferde jagen. Pferdefleisch. Schön sauerbraten. Mm. Okay. Alter, guck mal, wie viele Küken das sind. Sind die jetzt alle am Sterben? Oh, das kann sein. Oh, ich glaube, die Kühe könnten, die Küken könnten jetzt sterben. Ne, wir bringen sie mal darüber. Wir bringen sie darüber. Entschuldigung. Können die denn mal darüber gebracht werden, oder? J
Joras, machen wir hier Schlachten. Ach, das ist der falsche, aber ist egal. Nein, kochen! Bitte esst doch jetzt nicht alle das Fleisch! Lieber erst Pemmikan zubereiten. Wo ist denn da? Oh ja, jetzt können wir mal gucken. Tut mir leid, mit dem Essen war wieder blöd. Muss ja nicht. Achso, ja, gut. Da sind sie. Fifiro, mach du mal. Ist sogar ein Stamm. Komm, ihr wollt doch bestimmt Müll kaufen. Ihr seid ja so blöd. Oh, wir können verkaufen. Bufalos, oh, die sind immer richtig wertvoll. Der hat doch keine Bindung zu. Der Lancelot. Wer hat denn da Bindung zu? Dieses Tier kann geritten werden. Oh, was? Das geht? Ach so, Karawane. Gut, dann ist das so nicht so wichtig. Wir gucken jetzt erstmal viel Leder, was wir verkaufen können. Die haben Kleidung. Aber keine T-Shirts oder so. Ja, aber teuer. Sechs Küken weg. Ich kann die ganzen Küken verkaufen, das ist eigentlich ziemlich gut. Oder die Hühnchen. Ich glaube, das ist besser. Die Hühner selber. Aber nicht den Hahn. Heißt der Maul... Achso, ich habe Maulkorb gelesen. Ah. Kann auch ein Geschenk machen, aber wir sind halt nicht so... nicht so frisch. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Pilze. Die Rate ist 96%, das ist echt gut, aber wir brauchen, glaube ich, einfach viel mehr. Ich bin sehr stolz, Joras, sehr stolz. Für Pemmikan brauchte man zwei Sachen, ne? Ja. Okay. Alles wieder gut. Ich glaube, das war ganz gut, jetzt den neuen Zeitplan zu machen. Dann ist das halt kalt draußen. Sehr gut. Wenn jetzt die ganzen Tiere Oh, Verwandtschaft war dabei. Bogenschützin Panther, Ex-Geliebte von Stammesmitglied Fives. Oh. Das ist natürlich nicht so toll. Die Ex. Die Ex, wie sieht's hier aus? 23 Grad, sehr schön, das haben wir doch hinbekommen. Das ist nämlich der ganze Flur auch. Dann ist das doch angenehm. 23 Grad, durchgehend. Also ist der Pilzzone muss noch besser werden. Ah, übersinnliches Brummen. Ist das besser oder schlecht? Angst und Wut, super schön. Das können wir noch gut gebrauchen. Mehr Angst und Wut, bitte. Joras, komm, zeig, was in dir steckt. Du bist ein großer Künstler. Wir wissen das alle. Kleine Skulptur aus Holz. Oh. Sehr schön. Kommt wieder hier in den Raum rein, weil der Raum... dann läuft. Ist das eine Ananas drauf? Rotwild wurde gezähmt. Na toll. Na gut, dann haben wir jetzt ein Rotwild. Ah, mit den Hühnchen ist halt blöd, aber dann... aber warum funktioniert denn das nicht? Warum kann ich hier nicht sagen, im Gehege? Warum kann ich das Gehege nicht wechseln? Das ging auch hier sonst immer. Das ist was anderes. Autoschlachtung, ne?
Egal. Verwirrung Juras, Verwirrung Fefero, Beleidigungsstutz Javo. Es läuft so schön, oder? Ich hätte dir was Einfaches nehmen sollen. Wir müssen ein Schachbrett noch hier aufbauen, oder zwei. Können die sich gegenseitig ärgern, indem sie Schach spielen. Tuaka lebt wieder, kann wieder nichts machen. Juras, ist das Essen draußen gefroren jetzt? Frisch, ungekühlt. Achso, verdirbt in so und so vielen Tagen. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit Bedürfnissen? Besser, es wird besser, aber absoluter Entspannungsmangel ist merkwürdig. Ist ja eigentlich nicht der Fall. Aber wir werden jetzt noch ein bisschen mehr bauen. Wir brauchen noch, wie gesagt, ein bisschen mehr... Machen wir das da hin. Naturschreine verlieren ihre Kraft, wenn sie in der Nähe von künstlerischen Strukturen befinden. Ich nehme mal da hin, warum nicht? Och nö, komm schon. Versuchen mal, ob das das auch da... Gewaltiger Altar, bla bla bla. Machen wir mal dahin. Partyplatz. Ach, Reliquienschrein. Stylingstation. Ein Tisch um den Spiegel und Stylingwerkzeuge und Leute können den Nutzen und Aussehen nicht verändern. Ach, ist ja cool. Ach, hör auf damit! Ach, wegen dem Brummen, ja. Na gut, dann können wir nichts machen. Juras, wo bist du? Bevor du jetzt hier wieder. Ah, sehr gut, ist am Kochen. Ich wollte gerade sagen. Jetzt kann auch Pemikan machen, das ist ganz gut, das hält so schön lange. Haben wir eigentlich noch ein Kunstwerk? Nö. Weiter kochen, das ist gut. Okay. Wir brauchen neues Holz. Wir schaffen das schon. Okay, Vorratskapsel. Oh. Fives, das musst du retten. Leckere Mahlzeiten, das gibt's doch nicht. Lecker Schmecker, lecker lecker, lecker Schmecker, lecker leck. Lecker Schmecker, lecker leck. Tragen bitte zuerst. Sleepy hat eine Prügelei mit Ciabo angefangen, na toll. Guck mal, Fives ist der coolste hier. Mit seinem coolen Staubmantel. Hungernde Kolonisten, ja. Eigentlich... Holz wird benötigt, deswegen. Machen wir das jetzt mal. Scheiße, dass es immer noch keine Kohle in dem Spiel gibt. Ne, müsste es erst gekocht werden. Sehr gut, Pemikan. Mit den Eiern zusammen. Das ist eine super Sache, oder? Jetzt kannst du eine leckere Mahlzeit essen und dann kannst du ins Bett gehen. Ne, jetzt kannst du schlafen gehen. Will er nicht? Na gut, dann mach weiter. Hungernde Tiere. Ja.
So, jetzt muss ich das nochmal ganz kurz rausfinden. Was ist mit den erlaubten Gebieten? Warum ist das nicht möglich zu machen? Neues Gebiet, neues Gebiet. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Schon in dem besten Gehege. Gut, dann machen wir weg. Das Gehege ist aber auch nicht besser. Wir lassen die mal raus. Und ich muss jetzt mal wieder anbauen, ne? Ja. Anbauen. Oh, der Fuchs! Volle Kanne rein, Alter. Richtig gut. Ein Küken ist geschlüpft in unserem Schuppen. Kann das sein? Verrückter Rotfuchs. Ach, das ist er. Ja, dann ist der halt ein bisschen verrückt. Guck mal, hier wird gespielt. Das ist sehr gut. Sind die... Okay, die haben sich geprügelt. Alles gut. Macht nix. Falls der Tierbändiger... Ja, ich muss noch einen größeren Zaun machen. Viel größer. Alter, was ist denn das denn? Oh, Alter, guck mal. Jacks. Ah, Jack. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal weiter angehen. Ja, Sleepy Ciao, das werden wir auch nochmal ändern. Ihr sollt ja nicht immer pennen. Was wird schon, es wird. Ich muss auch mal hier aufhören. 42 Minuten. Oh Mann, ihr habt ein Glück. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Sucht World. Bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.